Ganz schön krass. Willkommen zu Raptor Call of the Shadows. Der Ruf der Schatten. Ein Spiel aus dem Jahr 1994 von Cygnus Studios Inc. Hier leider nur in der Shareware-Version. Das ist auch die Version, die ich kenne. Alles andere kenne ich gar nicht. Ich habe das Ding nie in der Originalen, also in der Vollversion gekauft. Kennt man ja früher noch, ne? Früher, Shareware heißt, man bekommt nur einen Teil des Ganzen, vielleicht die erste Episode. Und wenn man dann angefixt ist, kann man sich den Rest kaufen. Aber dazu kommen wir noch. Ich würde sagen, wir machen eine Nev-Mission. Genau, wir nennen uns. Hier kann man die Gesichter auswählen. Entweder die... Ja... Oder den... Oder die Iren... Ich würde sagen, wir nehmen einfach nur den grauhaarigen... Den graumelierten Mann. Und nennen uns... ich weiß nicht, irgendwas Spezielles, irgendwas Ausgefallenes vielleicht heute mal... Oder auch nicht. So, Callsign Bunk, Name Bunkerknacker. Ja, Choose Difficulty. Da geht's schon los. Das hier ist ein Shoot'em'up, ein senkrecht scrollender. Und der wird mir richtig in den Arsch treten, wie man auf gut Deutsch sagt. Ich würde sagen, Elite, ja, ist klar, Chef. Veteran, angeblich ist es, ja, ich habe auch schon ein bisschen Probe gespielt im Training-Modus. Ich würde sagen, wir starten einfach mit Rookie, oder? Wie ist das gedacht? Kindermodus, leicht, mittelschwer, aber wir sind hier in den mittleren 90ern, also wird es wahrscheinlich eher sein leicht, mittelschwer. Und wie gesagt, ich bin hier echt kein Experte drin. Ich spiele das auch mit dem Mäuschen. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ich gehe mal auf Rookie. Denn warum nicht? Ja. Und hier geht's los. Hier kann ich meinen Piloten speichern. Safe Bunker Knack, Bunker Knacker Bunk, jawohl. Hier können wir uns ausrüsten im Supply Room. Also Harold's Death Emporium. Welcome to the one and only automated One-Stop-Shop. All purchases will... Was hat er gesagt? Frage nochmal nach. Will be loaded and installed free of charge. Check out the bargains today. Ist natürlich gerade gelogen. Es gibt nämlich gar keine Bargains. Also keine Schnäppchen heute. Wir haben 10.000 Mark. Können es kaufen. Und man könnte sich den Ionen-Scanner kaufen, spezial. This scanner will search the surrounding area for engine emissions from larger craft. Once detected, it will lock on and a damage indicator for that ship will appear. Heißt, Lebensintelligenzzeiger für große Viecher, wie zum Beispiel den Boss. Denn nach jedem Abschnitt gibt es einen Boss. Mega-Bomb. The CBU-80 Guillotine is the only dual-purpose bomb in existence. Once launched, sub-munitions are dispersed along the ground and in the air, raining massive damage upon both ground and air targets. Kostet aber 32.000 Mark und kann man sich einzeln, glaube ich, dazu kaufen, diese Mega-Bomben. Ja, ich würde sagen, nein. Ja, wir können jetzt nichts kaufen. Hier, die Preise sind natürlich exorbitant. Ich glaube auch, die Luft-Luft-Raketen, die findet man jetzt in der... erste Mission schon, oder in einer der ersten, nicht in der ersten, glaube ich. Muss ich also gar nicht kaufen. Die AIM 31 Mauler has been the mainstay of most military forces since its introduction in 1979. The unrivaled reliability of the Mauler makes it a necessity in any dogfight. Ja, sie sind ganz geil, vor allem die hauen rein und was sie treffen, macht, das macht richtig Aua. Sonst haben wir so ein popeliges Maschinengewehrchen. Im Grunde genommen lässt man einfach nur einen Knopf gedrückt und ballert die ganze Zeit. Und dann ist alles gut. Es gibt auch ein Remake hiervon, von 2010, glaube ich, aber das sei anscheinend eine Verschlimmbesserung. Aber ich denke mal, ich werde mir das auch nochmal zu Gemüte führen, dann wird das hier einfach mit dazu gepackt. Aber da warte ich lieber auf einen Sale, weil da muss ich nicht Vollpreis zahlen für das Spiel. Vor allem irgendwie soll das ein bisschen verpackt sein. Die haben das irgendwie aufpoliert, aber nicht so richtig. Irgendwas habe ich gelesen von wegen von dem Flugzeug, mit dem man hier fliegt, ist die Spitze irgendwie, also das Cockpit nicht überarbeitet worden, ist dann verpixelt und der Rest ist noch ist verschönert und man kann irgendwie nicht ganz an den rechten Rand fliegen. Also was die sich da gedacht haben, die Schwachköpfe, ich weiß es nicht. Das hier würde ich mir auf jeden Fall gerne mal holen. Ein Phasenschild. Das gibt mir noch, glaube ich, ein zusätzliches, ne? The SA-17RS is an enhancement for normal shields. The RS raises an energy field around the fighter, which will absorb enemy fire until its power supply is depleted. Sehr teuer wahrscheinlich, aber ja, so als Extraschutz ganz gut, wenn man sich's leisten kann.
Weil spätere Missionen geben wahrscheinlich richtig Kohle. Da kann man das quasi für eine Mission, die hart ist, durch die man nicht durchkommt, kann man sich so schon mal zumindest mal zum gewissen Teil durchboxen durch den Level. Denn anders als in vielen anderen hat man nicht ein Schild unten eine Panzerung, sondern die knabbern einem direkt die Panzerung weg. Dafür gibt es übrigens auch die, hätte ich mal vorlesen können, die Energiemodule, genau. Replenishes Normal Shields. Ach so ist das. Die haben gar keine Hülle, sondern einfach nur am rechten Rand wird man dann eine Leiste sehen. Das sind die normalen Schilde. Das heißt, you have 75. Starte ich nicht mit 100%? Wahrscheinlich, ne? Replenishes normal shields. The lifeblood of all pilots. This little package is usually the first thing on all pilots' wish lists. Sold in 25 unit increments only. Ja, gibt es immer in 25er Schritten. Kostet aber dann also quasi ein Viertel der Lebensenergie. Oder das Schild ist wieder hochgedrückt. Kostet 10.000 Mark. Könnte man es leisten, dann wären wir voll. Aber ich glaube, am Anfang gibt es gleich was zum Einsammeln. Ja, nichts in unserer Preisklasse, höchstens diesen Ionenscanner, aber ich glaube, auf den. Das lassen wir mal sein. Was gibt's denn noch? Ich kann nur einfach mal gucken. Ich habe eine Plasmakanone. Und natürlich gibt es auch Bodenziele, die können wir mit dem Maschinengewehr angreifen, aber nicht mit den Raketen. Die fliegen luftmäßig ab, deswegen müsste man die hier freischalten. Oder kaufen, da kann man auch die Bodenziele schön platt machen. Dampfheimmissile geht es auf beides. The DMAR Psycho may not always go exactly where planned, but its ability to strike at both ground and air targets makes it an invaluable addition to any arsenal. Aha. Micro-Missiles, viele kleine Raketen. Missile baut wahrscheinlich so eine Batterie aus. Schüsschen. Auto-Track Minigun. Das ist, glaube ich, ganz geil. Das schießt nämlich alles ab, kostet aber 250.000 Mark. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Das hier kostet eine Dreiviertelmillion knapp. Eine Pulse Cannon. Interessant. Ja. Ist also wie gesagt Shareware, nicht das komplette, aber ich wollte. Weiß nicht, das kenne ich halt. Das habe ich früher gespielt, deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Wir haben gespeichert, wir fliegen eine Mission. Ich möchte in den Tango-Sektor. Oh, to order missions 2 and 3. Aha. Call. Nur $35. Please add $5 for shipping. Ja, bitte. For foreign orders or other info, refer to the. Okay. Heißt, ist nicht. Dann Bravo Sektore. Und Wave 1. Es geht los. Erstmal die Steuerung gewöhnen. Ja, Mäuschen, wie gesagt, eigentlich super ungewohnt. Aber naja, man kann es mal versuchen. Und schon einen abgekriegt. Jetzt rechts sieht man das Schild. Oben ist meine Geldanzeige. Und wie wir gesehen haben, wir können uns ganz gut eindecken mit Zeug. Ah, ich muss ja sagen, mit Aufnahme ist das ein bisschen träger. Oh oh. Es ist so schon nicht ganz so einfach. Oh ne, Raketen erfinden. Ja, super. Frontal in die Viecher reinfliegen. Schlechte Idee. Oh, das ist Kohle. Wie viel gibt das denn? Wie, 50? Ja, 50 Mark. Abknallen bringt mehr als Kohle. Oh, verdammt. So, was gibt's hier? Auch nicht Schild. Jawohl. Ja, das war natürlich clever. Warum habe ich den nicht bekommen? Weiß ich nicht. Ja, eigentlich sollen wir es ja nicht gerückt lassen, aber. Warum eigentlich nicht? Ich habe ja mal das Ganze stoßweise gemacht. Eigentlich mit Joystick sollte ich das Ganze spielen, aber die Steuerung ist, glaube ich, so besser. Ist besser. Ach komm, jetzt nicht, dass ich jetzt in der ersten Mission einen Level abgebe, aber es steuert sich wirklich nicht so richtig, nicht so gut, wie es im Testen jetzt gewohnt war. Soundtechnisch, ja, sind wir ganz gut dabei. Haben natürlich alle ihre speziellen Angriffsmuster und da sind unsere Luft-Luft-Raketen. Das heißt, wir werden jetzt mit abgefeuert. Dass sie nur 50 Mark geben, diese komischen einsammelbaren Teile, das ist natürlich das Luftkrieg. Nun gut. Muss das denn sein? Wir haben nur noch 3/4 Lebensenergie. Aha, sowas wie Wasserminen, nur sind es die Luftminen. Ganz offensichtlich. Ja, müsst ihr mal wegfliegen. Ja gut, in der ersten Mission welche ziehen lassen. Ich bin halt auch jemand, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so das Mario-Syndrom. Ich kann die Viecher nicht. Ich hasse das immer, wenn ich die vorbeifliegen lassen muss, weil das ist ja Geld. Fliegen ist Geld. Und wenn das Geld vorbeifliegt, möchte man natürlich die Hände aufhalten und nicht, Jo, nicht. Aber man muss echt ein bisschen aufpassen, gerade bei so Raketchen. Die hauen schon ganz gut rein. Moment, regeneriert sich das eigentlich wieder?
wenn wir nicht kämpfen. Ja. Es geht auf jeden Fall runter, wenn wir getroffen werden. Das ist auch schon. Das ist auch klar. Wie gesagt, die Maschinengewehre greifen Boden und Luft an. Das möchte ich jetzt mal wissen. Regeneriert sich das? Ja, tut es. Ah, natürlich. Das heißt, ich kann aufhören zu schießen. Andererseits, wenn ich halt alles kaputt schieße, ja, dann gibt es halt gute Punkte. Genau, jetzt kommen hier die Geld-Druckmaschinen angeflogen. Wenn wir jetzt schon mal da sind. Ja, aber so ein Viertel wieder aufzufrischen, kostet halt 10.000 Mark. Und ob das nicht besser ist, hier was platt zu machen? Ich glaube nicht so wirklich, oder? Weiß ich nicht. Oh, Feind! Ein Dickerchen! Schieß auf mich! Ja. Jetzt können wir natürlich die Lebensenergie sehen. Und weg ist er. Ja, ist natürlich ein Witz auf dem Schwierigkeitsgrad und wir haben erfolgreich die Mission beendet. Das ist doch super, oder? Wie viel gibt es denn eigentlich? 5 Missionen oder so, glaube ich? Das speichern wir mal. Ja. Jetzt schauen wir mal. Supply Room. Wie viel haben wir denn? Au, 58.000 Mark. Guten Tag. Ja, ja. Könnte man sich noch einen 25er Block kaufen? Da hätten wir noch 48.000. Was kostet denn... Was kostet denn Spaß? Die haben wir schon. Phasenschild. 78.000. Oh. Plasma-Kanone. The Muzzle of Dearborn Industries Firestorm is one of the most feared additions to any pilot arsenal. Its only disability is that it was not designed for ground target acquisition. Ja, damit kann man nicht auf den Boden schießen. Das bräuchte man 20.000 Mark mehr. Wir haben aber jetzt gerade 40.000, na, fast 50.000 gemacht in der ersten Mission. Ich denke mal, wir bekommen noch mehr dazu. Air Ground, ja, Dumpfire Messer. Ich weiß halt nicht, greift beides an, aber wie gut sind die? Weiß ich nicht. Können wir wahrscheinlich dann höchstens in Level 3 uns holen, ne? Micro Missiles. Wir können natürlich auch versuchen zu sparen, nicht getroffen zu werden, Gegner vorbeiziehen zu lassen. Das hätte ich echt gerne. Aber wir haben nur noch ein halbes Schild. Ich glaube, wir kaufen noch eins, oder? Zack, jetzt haben wir wieder 90 quasi Energie. Okay. Haben knapp 50.000 Mark. Und wir speichern das und wagen uns in die nächste Mission. Ja, die anderen, wie gesagt, sind bei der Vollversion dabei. Und dann kann ich mal gleich testen. Wir machen weiter mit Mission 2. Ne, er steuert nicht. Okay. Hätte ich vorher einstellen können. Wobei, könnte ich auch geschwind einstellen. In Tastatur. Ne, geht auch nicht. Naja, er ist rein auf dem Mäuschen fixiert jetzt gerade. Typisch, oder? Auch nicht treffen lassen. Muss das denn sein? Komm, ich mache über alles platt. Das macht auf jeden Fall Spaß. Oben steht ja, wie gesagt, die Kohleanzeige. Wir brauchen 78.000, haben wir gesagt, ne? Für die Zusatzschilde. Am besten sich nicht treffen lassen. Angriffsmuster sind relativ gleich. Ich glaube, je höher die Schwierigkeitsgrade sind, desto besser. Denn dann bekommt man mehr... Autsch. Mehr Gegnertypen zu sehen. Gebäude bringt schon was, oder? Jawohl, die knallen, die platzen auch. Verdammt. Oh, sehr gut. Schild. Auch nicht doch. Jetzt habe ich da das Schild ausgegeben. Und jetzt kriege ich ja direkt ein neues. Das ist ja vielleicht nicht so schick. So, immer schon anhand der Schatten kann man erahnen, wo der Feind denn kommt. Und anhand der Form sieht man dann auch direkt, was es ist. Finde ich auf dem Schwierigkeitsgrad... Ah, verdammt. Ganz mies. Auf dem Schwierigkeitsgrad fand ich das auch immer ganz günstig, muss ich sagen, das Spiel. Denn es gibt ja gerade so Bullet-Hell-Geschichten teilweise. Das ist jenseits von Gut und Böse. Aber das hier fand ich immer ganz gut. Und jetzt haben wir die nächsten Gegnertypen. Komische Dickerchen, die aber recht schnell platzen. Offensichtlich. Verdammt. Ja, man muss halt auch die Raketen abpassen. Wenn man es gedrückt hält, ist das natürlich schwieriger einzustellen. Das sind hier die Kollegen. Extra Kohle, fliegendes Geld, das gefällt mir. Hier gibt's was in echt nicht. Oh, verdammt. Schlecht. Nicht die Raketen, Kollegen. Oh, verdammt. Rakete haben wir auch noch mitgenommen. Sehr schön. So schnell noch die Öltanks oder was das hier sind. Oder Benzintanks in die Luft jagen. Machen eigentlich ganz
ordentlich Laune, solche Spiele. Es gibt noch ein anderes. Evolution... Oh, Mann. Evolution Ace heißt das. Oder Revolution Ace? Ne, Evolution Ace, ne? Das ist auch noch ganz nett. Habe ich auch mal wieder rausgekruschelt. Und ich muss sagen, das macht auch sehr ordentlich Spaß. Sehr ordentlich. Der Spaß ist sehr ordentlich. Was bist du? Kohle. Das war aber ein Waffensymbol, oder? Schade, ich hätte gern Waffen gehabt. Ja, wenn man den eine Rakete verpasst, ich soll man zurück mal abpassen. So, zack. Ein hier, ein da. Okay, reicht nicht ganz. Verdammt. Und du? Raketen-Heini. Das ist halt wirklich gut, dass man den Schatten schon ablesen kann. Oder anhand der Schatten, was jetzt denn gerade kommt oder als nächstes kommt. Was auf uns wartet. So. 130.000 Mark. Das ist nicht schlecht. Aber ich schätze mal, 10.000 kann ich schon mal rausrechnen. Jetzt haben wir 120.000. Die Bosse wäre natürlich auch mal krasser. Ich meine, was auch sonst, oder? Hätte man sich denken können. Ja, ist ja gut. Verdammt. Steuerung, ja, ist nicht ganz optimal. Das ist Dickerchen, oder? Oh, oh. Aha, hier oben bin ich eigentlich sicher. Sollen wir erstmal die Gebäude platt machen? Ja. Wenn ich schon mal hier bin, oder? Und Feuer. Verdammt. Oh, er brennt schon. Oder er lodert. Und da platzt er auch schon. Hervorragend. 140.000. Na, nicht schlecht. Geht besser, aber ja, hab ein bisschen viel eingesammelt noch an Feindbeschuss. Aber wir sind ganz gut durchgekommen. Ich weiß noch, dass ich, gerade wenn man die Schwierigkeitsgrade hochstellt, ich glaube schon die nächste ist ziemlich übel. Da kann es schon mal sein, dass man mit kaum was überlebt. Und dann darf man erstmal sein Schiff wieder aufbessern. Ich würde sagen, wir kaufen auf jeden Fall mal eins davon. So, jetzt haben wir wieder knapp 90. Vielleicht am Anfang einfach mal nicht feuern, dass es wieder ein bisschen regeneriert. Die ersten paar einfach mal ziehen lassen. Aber kann man nicht, ne? Sobald die Schatten am Horizont erscheinen, da muss man drauf rotzen. Phasenschild, genau. Sollen wir es holen? Dumme Frage, oder? Ja, ist mal wieder bei 50.000. Dann hast du mal Kernen. Verdammt, vielleicht hätte ich mir die holen sollen. Egal, jetzt haben wir das Schild. Das ist auch nicht schlecht, oder? Speichert mal ab. Wird schon nicht schlecht sein. Und Mission Nummer 3. Ist nicht viel, wie gesagt, aber wenn es viel Laune macht, ist super. Jetzt über links, Schild Nummer 2. So. Jedem ein Schüsschen geben. Wäre natürlich nicht leichter, die Mission. Ich glaube, bei den Helikopter muss man ein bisschen aufpassen. Die fand ich immer irgendwie heftig. Und sie ziehen lassen. Es ist, wie gesagt, weiß ich nicht. Gotta catch them all. Was ja später dann bei den komischen gelben Viechern. Sind das Sprengsachen? Vielleicht nicht. Gut. Kohle liegen lassen, das ist natürlich ganz besonders intelligent. Na, stirb, du Hund. Ja, ein bisschen schwammig ist die Steuerung und die Aufnahme macht es nicht besser. So, jetzt ist links vom Schild was abgeknabbert worden, schätze ich mal. Was ist das? Oh, Boden Luftraketen. Verdammt, wie kann ich wechseln? Rechtsweg. Okay. Kommen die dann sofort? Ja. Muss ich wieder gucken. Okay, jetzt kann ich rechts oben. Man sieht es, die Waffe. Ja, das sind meine Luftraketen. Schnell mal wechseln zu den grünen. Bäh. Aber das sind... Oh Mann. Das sind Dickerchen. Okay. Vielleicht soll ich es mal alle machen und nicht nur so tun, als ob. Ah, der Minenfeld. Interessant. Ja, die machen wir vorher mal alle. Das war nicht so günstig gelöst. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall was. Im Rechtsklick. Können wir mal schön... Oh Mann, die Viecher am Boden alle machen. Was sind das für krasse Viecher? Ja, ich schieße nicht die Viecher ab, aber nehme die Schüsse mit. Das ist natürlich eine ganz hervorragende... Ein hervorragender Kompromiss, den man eingehen muss. Ich glaube, das kann ich auch nicht aufbessern. Da muss ich wirklich... Oh oh. Ja. Ich glaube, das Viehzeug machen wir Platz. Ist das Kohle? Wahrscheinlich, ne?
schön langsam. Ach ja, jetzt kommen noch die Abwehrtürme. Da ist es ganz günstig, wenn man dann mal so ein Boden-Luft-Raketchen fallen lässt. Okay, den lassen wir mal, wo er ist. Der soll uns jetzt gerade stören. Verdammt. Ja, ich mache das nicht absichtlich. Ich bin halt einfach nicht gut in diesem Spiel. Ich habe dafür irgendwie... Oh, Schild. Ja, zumindest unser Hauptschild ist wieder aufgeladen. Hätte ich also gar nicht kaufen brauchen. Ja, wobei, über kurz oder lang. So, was kommt jetzt? Boden? Ach so. Geht gerade weiter. Kann natürlich auch sein, dass der Endgegner irgendwie... Oh, was ist jetzt los? Dass der Endgegner so ein bisschen... Ja, was am Boden hat. Dass er nicht nur wieder aus der Luft angreift. Boah. Gleich wieder 100.000 Mark. Da haben wir sie. Hervorragend. Wir brauchten 130 oder 120, glaube ich, ne? Für... Ah, nee, 80 für die... Für die anderen Geschichten. Okay. Achso, jetzt. Ja, teilweise gehen die Schüsschen in meine Richtung. So, mal schön eine mitgeben. Und er brennt schon. Ja, ja, kein Thema. Auf der Schwierigkeitsstufe ist das natürlich ein Witz, ein schlechter. Zack. Und wir haben es geschafft mit 108.000. Na, immerhin. Mission erfolgreich. Wenn auch ein bisschen hart angeschlagen. Aber wir haben ja noch das Schild. Das heißt, wird's. Ist das noch der Schutzschild? Ich weiß es nicht. Egal. Was haben wir denn an Lebensenergie? Das ist nur 100%, ne? Da dürfen wir nichts kaufen können. Genau, you have 100. Kann man das vielleicht da sehen? Kann man die aufladen für ein bisschen weniger? Ne, kostet immer. You have one. Ob man da mehr kaufen kann, weiß ich gar nicht. Die Plasma-Kanone würde ich gerne mal benutzen. The Muzzle of Dearborn Industries Firestorm. Ja, wie wechsle ich die dann? So wie die anderen Sachen? Ja, die Bodensachen könnte ich eigentlich auch verkaufen. Was kriege ich denn dafür? Mal angenommen, ich würde die Sachen verkaufen. 55.000, da hätte ich 160.000 hätte ich dann. 160.000? Geht da was? Ne, die braucht 175. Aber da kann ich mir die Dumpfire-Geschichte holen. Dumpfire Missile Selectable. Selectable. Always equipped Plasma Cannon. Die habe ich dann immer. Die habe ich dann immer. Ja, jetzt ist guter Rat teuer. Was machen? Always equipped. Always equipped. Habe ich sie dann zusätzlich noch? Das wäre natürlich nicht schlecht, oder? Wenn sie immer ausgerüstet ist. Ach, dann kaufen wir es einfach mal. Was soll das? So. Ausgerüstet. Wir können mal schauen. Wir haben sie ja aktiv. Man kann doch nicht irgendwie Inventar aufrufen oder sowas, indem man das Ganze dann freischalten kann. You have... Eins. Genau. You have one. Die haben wir also aktiviert. Ja. Okay. So, wir können jetzt mal speichern. Das hat ja gut funktioniert. Jetzt möchte ich mal gucken. Ist F1 immer noch Hilfe? Ah, Fly Mission. Okay. Jetzt wissen wir, wo wir hier sind. Wir sind auf Seite 25. Fly Mission. Jetzt schauen wir uns das mal an. Selects Game 1. Ja, wir haben leider nur Game 1. 2 und 3 sind ja leider... Sind ja nicht. Was ist das denn hier? Aber auch schick, ne? Der Rechner da links. Da kommt die Diskette rein. Okay. Wie enters the hangar. Activates Buy Mode. What? Ah, wie? So ein Diskettenlaufwerk. Kennen wahrscheinlich die wenigsten hier, oder? Na doch, diejenigen, die hier reinschauen, die kennen es bestimmt. The Bomb. Laser Turret, Power Disruptor, Death Ray, Twin Laser. Wow, diese ganzen Sachen gibt es aber natürlich nicht für stinkende Shareware-Spieler. Genau, Training Mode. This will let you familiarize yourself with the game and its controls. Starting off on level 1 of the chosen game, you will be allowed to fly through the first 4 waves of that game. Okay, ich hoffe mal jetzt, weil wir das normale Spiel gespielt haben, kann man mehr als nur 4 Wellen. After completing these, you will again be placed at Wave 1, this time on Rookie Difficulty. Haben wir gewählt. You will start from scratch again with no money and only your machine guns. This is the equivalent of easy. Okay, kann sogar vielleicht sein. Ich weiß es nicht.
Small Arms. Ach ja, wie viel das gibt. Moment. Ach, die Dinger haben wir aufgesammelt. Gibt 35.000 Money Bonuses that are added to your account as soon as you pick them up. They include. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Die sollte man vielleicht mitnehmen und nicht dran vorbeifliegen. Die bringen reichlich Kohle mit nach Hause. Micro Theolite Bonus. Ist immer nur ein Fuffi, ne? Ja. 50 apiece. Money. Ja, Shield Status. The status bar for your regular shields is displayed along the right side of the screen. As you take damage, the meter will decrease. Your shield will recharge as long as you are not firing in all difficulty levels except Elite. Achso, in Elite lernt sich es gar nicht mehr auf. Das ist natürlich sehr unangenehm. Ah, hier. Dumpfire Missiles. Special Weapons. These are displayed in the upper right corner of the screen. Use the Alt key to cycle through your inventory or press the number hotkey that corresponds to the... Ah, heißt, Moment. Minigun Standard ist 2. Was haben wir aufgesammelt? Death Ray Pulse Cannon? Nee. Haben wir nicht was mit... Was ist die Pulse Cannon? Ist weit hinten? Ich glaube nicht. Dumpfire Missile, Minigun, Laser Turret. Oder habe ich die immer? Das weiß ich nämlich nicht. Da wollte ich immer nachgucken. Aber gut, wir können Zahlen verwenden. Wir schauen nochmal weiter. Phasenschild. It's the only special weapon displayed in the upper left corner. It uses the same meter as the regular shields, but located on the opposite side of the screen. Unlike normal shields, they do not recharge, but it can carry multiple layers of face. Oh, man kann für 80.000 Mark kann man sich neue holen. Ja, okay. Gut. Dann, wir haben es aktiviert. Ich muss gleich mal ein bisschen rumprobieren. Vielleicht muss ich es freischalten. Ah nee, da ist ein Ball in der Mitte. Ah, ja geil. Und die sind ein bisschen flinker, wie es aussieht. Neue Gegnertypen. Und natürlich auch mal ganz nett herauszufinden, wie verhalten sich die Gegner. Wie greifen sie an? Wie ist ja ihr Verhaltensmuster, Angriffsmuster, dass man sich dann mit der Zeit immer besser gegen den Feind erwehren kann. Der Feinde erwehren kann. Ups. Schon wieder reingeflogen. Naja, wir können ja Multiple Layers tragen, haben wir gelernt. Ist ja nicht so schlimm. So, das Ding da muss platzen. Ah, verdammt. Wir machen mal zwei Gegner und das Feindfeuer mit. Sehr gut. Okay. Das Gute ist, wenn man den Boden zieht, hat einfach mal ganz kurz das Mäuschen gedrückt. Und dann fliegt direkt eine Bodenluftgeschichte raus. Finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Da gibt es keine Wartezeit oder sowas, sondern die reagieren sofort. Das gefällt mir. Sind also nicht an den Timer gebunden, den normalen. Zack, verdammt. Und wieder eine mitgenommen. So. Wo Feind? Hier Feind. Ja, die sind ein bisschen... Ach, die sind Geldträger. Ja, aber 50 Mark. Na, haben nicht haben, sag ich mal. Und die fliegen sogar nochmal zurück. Das ist mir auch aufgefallen bei, wie heißt das? Bei Revolution... Was ist das? Snake? Bei Revolution... Revolution... Ey, sag mal. Kommt noch einer? Ich hoffe. Bei Revolution Aids, da war das so... dass Gegner wieder auftauchen können, je nachdem welcher Schwierigkeitsgrad gewählt wurde. Oh, eine Megabomb. Ja, Schild haben wir leider schon auf Maximum. Das andere, da bräuchten wir mal ein bisschen ein Update, ein leichtes. So, mal schnell aus dem Boden wegmachen, bevor die nächste Welle kommt an Dickerchen. Genau, da sind sie schon. Verdammt. Reingeflogen. Nicht so intelligent. Schnell am Boden alles wegmachen. Bevor die fliegenden Viecher kommen. Oh, nicht rammen. Hallo, lass das mal sein. Vor allem, das wird nur... Das kostet nur Geld. Das geht nur ins Geld. Aber irgendwie... Er schießt schon mit, ne? Dieser komische zweite Schuss da. Kommt mir nicht so vor, als ob das nicht der Fall wäre. Dieser komische Plasma-Beschuss. Also eigentlich machen wir jetzt noch zur Front hin noch mehr Schaden. Das waren gute Punkte. Ich muss leider den Rest dafür stehen lassen. So, kriegt jeder mal ein Raketchen ab. Was ist das mit so Nummer 3 war es, ne? Und die kommen ja nochmal. Das heißt, da muss ich nicht unbedingt
zuerst angreifen. Ja, aber auf jeden Fall bei Evolution Ace ganz nett. Die, je nachdem welcher Schwierigkeitsgrad kommt, entweder, glaube ich, ein, zwei oder dreimal wieder. Oder auf der hartesten Schwierigkeitsstufe immer. Ja, die kriegt man gar nicht los. Man muss sie also platt machen. So. Hier hätten wir alles platt gemacht. Schnell drunter. Ein paar verpassen. Und da fackelt schon. Mal fackeln wir auch nicht lange. Zack. Und die Rakete löst das Problem. 142.000 Mark. Nicht schlecht, oder? So, erfolgreich gelandet. Ein Stückchen Kaffee ist auch intus. Kaffee. So, speichern. Jawohl. Und Zuckli rum. Was können wir denn machen? Eigentlich sollten wir das Schild nochmal aufbessern, aber ich glaube... Nee, das lohnt noch nicht. Aber ich kann Multiple Layers, das heißt dann überleben auf jeden Fall und knabbern das andere Schild nicht an. 142.000, das hat schon mal funktioniert. Also die Plasma Cannon ist ganz gut. Da haben wir welche, die Air Ground Missile. Aber Selectable, always, oh, das ist nämlich richtig gut. Always equipped. Their size and weight may not make them extremely effective versus either ground or air targets, but they make up for this with their fast firing rate. Ich habe einen Plan. Mein Plan sieht folgendes vor: Ich verkaufe die Luft-Boden-Raketen, gebe mir nämlich gut Kohle, dann muss ich nicht mehr hin und her wechseln, obwohl es wahrscheinlich am meisten bringt, aber dann nehme ich mir das quasi raus und verkaufe sie. Jetzt habe ich 200.000 Mark. Dann gehe ich wieder auf Kaufen. Oh, jetzt wird's nett. Und zwar... Plasma haben wir schon. Kann man da mehrere? The Muzzle of... Das ist die Frage. Wenn ich da mehrere von kaufen würde, würden dann mehrere Schüsschen vorne rauskommen? Weiß man nicht, ne? Was mit Luft-Luft? Wenn ich da mehr hole, schießen sie dann doppelt so schnell? Kann das sein? Oh, Micro... Verdammt, das reicht nicht für einen Missile-Pod. Das ist natürlich schlecht. Scatterpack fires a cluster of spike missiles, making it a great weapon for aerial skirmishes. Also das geht in die... Macht die Luft klar. Und das hier... Geht auf beides los. Either ground or air targets, but they make up for this with their fast firing rate. Ich glaube, die hole ich mir mal. Interessant. Jetzt haben wir 20.000 Mark. Reicht nicht mehr für irgendwas anderes, aber ist ja egal. Könnte man eigentlich noch irgendwas verkaufen? Wahrscheinlich nicht. Ich will nur mal schauen. Ja, ja. Was hätten wir denn? Was könnten wir denn verkaufen? 5.000? Kann man sowas verkaufen? Seine Schutzschilde? Kann man die wirklich weggeben? Ja, Plasma-Kernen weiß ich nicht, ob die so gut sind. Die hier hätte man verkaufen können, genau. Und dann hätte man sich die Luft-Luft-Raketenports holen können. Exit. Ich würde sagen, wir fliegen mal eine Mission.